Friedrich für die CSU-CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Kollege Weil, Sie haben die Rechtsetzung auf europäischer Ebene gar nicht richtig dargestellt. Ich nehme an, Sie kennen sie nicht. Man muss zunächst einmal deutlich machen, dass mit dem Vertrag von Lissabon in den meisten Politikfeldern die sogenannte qualifizierte Mehrheit ohnehin bereits geltendes Recht ist. Und nur für wenige Politikbereiche hat der Vertrag von Lissabon ein Einstimmigkeitserfordernis vorgesehen. Wir leben aber jetzt gerade in einer Zeit, bei der wir wissen und spüren, dass sie sich verändert und dass wir Weltpolitikfähigkeit der Europäischen Union brauchen. Wir brauchen eine Politik, bei der die Europäische Union mit einer Stimme spricht, damit wir auf Augenhöhe agieren können zu den großen Herausforderungen. Von China beispielsweise die Frage auch, wie wir umgehen mit den Herausforderungen in Afrika, wie wir uns den Herausforderungen im Nahen Osten stellen und viele andere Dinge auch. Von Russland, ihren Freunden ganz zu schweigen. Der entscheidende Punkt ist aber, dass der Vertrag von Lissabon nun vorsieht, dass mit einem Beschluss im Rat zukünftig für wichtige Politikfelder eine Mehrheitsentscheidung eingeführt werden kann. Und zwar einstimmig, wenn der Bundestag zustimmt. Das haben Sie verschwiegen. Und das ist nach dem Migrationsgesetz der entscheidende Punkt, meine Damen und Herren. Und ich glaube, es ist auch notwendig, dass wir Souveränität auf europäischer Ebene teilen, weil nämlich die Europäische Union keine Gefahr für die deutsche Souveränität darstellt, sondern die Europäische Union sorgt dafür, dass wir überhaupt noch Souveränität ausüben können, weil in vielen Bereichen wir nur gemeinsam handeln können. Sicherheit, Klimaschutz, äußere Sicherheit, Außengrenzenschutz, das sind Fragen, wo die Europäische Union nur gemeinsam handeln kann. Und wenn Sie hier allein auf die Souveränität Deutschlands abstellen, dann schwächen Sie unser Land. Und Sie wollen unser Land schwächen, weil Sie die deutsche Brexit-Partei sind. Sie gratulieren Johnson, weil Sie nämlich aus der Europäischen Union austreten wollen, meine Damen und Herren. Herr Dr. Ulrich, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung von der AfD? Ja, Herr Dr. Ulrich, sehr verehrter Kollege, Sie haben jetzt gerade geäußert, wir seien eine Brexit-Partei. Das darf ich an dieser Stelle zurückweisen. Wir sind für eine Reform der Europäischen Union, die nämlich genau dahin zielt, dass wir auf eine europäische Zusammenarbeit unter Beachtung der nationalen Souveränität kommen. Und wenn Sie sich hier hinstellen und behaupten, dass Deutschland nur in einer Europäischen Union souverän sein könne, dann muss ich Sie schon wirklich fragen, wo Sie diese Art der Argumentation hernehmen. Wir sind die viertstärkste Wirtschaftskraft der Welt. Glauben Sie nicht, dass ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, dass ein bisschen mehr Bekenntnis zur eigenen Souveränität unserem Land nicht gut täte, dass sich auf einem Weg der Rezession befindet, dass sich auf einem Weg des Verlusts der Innovation und der Forschungskraft befindet, weil immer alles auf Brüssel verlagert wird, weil immer alles wegverlagert wird und weil auch noch Ihre Regierung es anstrebt, dass wir ja keine souveränen Entscheidungen mehr treffen können, sondern dass alles nur noch im europäischen Kontext geht. Warum behaupten Sie hier frank und frei, dass Deutschlands Souveränität nicht vorhanden sei, sondern nur durch Brüssel realisiert werden könne, obwohl Sie genau besser wissen, dass das nicht stimmt? Herr Ulrich, bitte. Herr Kollege Kleinwächter, das hat mich in keinster Weise erstaunt, dass Sie mit Ihrer Argumentation irgendwo Ende der 50er Jahre stehen geblieben sind. Sie müssen zur Kenntnis nehmen, dass durch die Europäische Währungsunion und durch den Binnenmarkt, vorher durch die Zollunion, durch die gemeinsame europäische Akte und durch das europäische Zusammenwachsen wir überhaupt diesen Wohlstand erreichen konnten. Und unser Wohlstand haben wir auch Europa zu verdanken. Und Sie stellen das alles in Abrede. Warum? Weil Sie Europa hassen und damit auch unser eigenes Land hassen. Das ist der entscheidende Punkt bei Ihrer Argumentation. Und wie ernst Sie die Debatte um die Frage der europäischen Rechtsetzung nehmen,
zeigt ein Zitat, Herr Kollege Weil, das Sie eben gebraucht haben. Sie sprechen von einem albanischen Hütchenspiel. Ja. Also ich muss mal ganz deutlich sagen, erstens hat dieser Deutsche Bundestag mit großer Mehrheit beschlossen, Albanien aufzunehmen. Zweitens ist Verfassungsrecht keine Frage von Hütchenspiel. Aber dass Sie das in Verbindung bringen mit Albanien, zeigt, dass Sie letzten Endes einen völkischen und rassistischen Charakter bei Ihrer Argumentation haben. Da kommt auch... Da kommt auch dann die Argumentation, die Sie noch sagen, hinzu, wenn Sie von der Urbevölkerung sprechen. Das ist im Prinzip die Erzählung von Populisten, nämlich dass es hier eine Bevölkerung gibt und dagegen gibt es Eliten, die diese Bevölkerung ausbeuten wollen. Das ist nichts anderes als eine rassistische, ideologische Argumentation und dem stellen wir uns entgegen und damit sagen wir auch, das ist die Argumentation, die Großbritannien auch ein Stück weit Richtung Brexit gebracht haben. Das wollen wir für unser Land verhindern, weil wir wissen, dass wir Europa brauchen und dass Europa aber sie nicht braucht. Wir respektieren das Votum der Briten, Herr Kollege Gauland. Aber wir können sagen, dass der Brexit falsch ist und dass er nichts Gutes für Europa tut und dass die Partei sind, die am liebsten auch für Deutschland einen Brexit herbeiführen wird und würde. Und deswegen dürfen Sie keine Verantwortung für Deutschland und Europa übernehmen. Das zeigt dieser Antrag, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Dr. Volker Ulrich.